Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von We Were Here Together. So, John ist wieder an meiner Seite. Jawohl, hallo. Und wir spielen fleißig Gärtner, hallo. Okay, so, also ich habe dir jetzt grün rübergeschickt. Kannst du daraus was mischen? Ich werde es gleich versuchen. Ich guck gerade mal, ob ich die Früchte... Nee, die darf ich auch nicht in diese eine Maschine. Und da darf ich sie auch nicht platzieren. Okay, ich habe grün und orange, habe ich jetzt wieder in meine Maschine gemacht. Ich werde jetzt wieder an diesem Hebel ziehen. Da kommt nichts raus. Doch, es passiert was. Ja, ich habe die grüne Flüssigkeit, jawohl. Sehr gut. Okay, das ist jetzt, das müsste jetzt dieses Dunkelgrün sein, das du zum Bewässern für diese komische gelbe Dingsbums brauchst. Ja, okay. Okay, ich schick's dir, Moment. Sehr geil. Ich frage mich ja, was passiert, wenn man das trinken würde. Es steht da immer... Geht das? Steht es da? Ja, bei mir steht da immer krass. Trinken. Okay, bei aber ich lass mal lieber. Ja, ja, vielleicht doch. So. Okay, ja. Ja, okay. So, warte, jetzt gebe ich das hier... da rein und... Aber mir steht jetzt auch trinken, tatsächlich. Ja, sehr gut. Wir haben's. Sehr gut. Nice. So, dann haben wir jetzt das plus die orangene Flüssigkeit ergibt die weiße. Das schicke ich dir schon mal. Das plus orange ergibt weiß. Aber ich glaube, ich habe dir schon mal orange gegeben, aber egal. Orange kann ich auch jederzeit hier abzapfen. Okay. Das wäre kein Problem. So, dann bitteschön. Das sollte jetzt die weiße Flüssigkeit ergeben. Okay, das wird jetzt interessant, ob ich das... Ja, es müsste eigentlich gehen, dass... Ja, stimmt, das haben wir im letzten Part, habe ich das schon festgestellt, dass die Frucht da auch reingeht. So, komm her. Schauen wir mal, was das wird. Es braut. Ja. Sehr gut. Das sieht weiß aus, jawohl. Sehr gut. Okay, schick mal direkt zurück, weil ich habe nämlich direkt die nächste Frucht, damit du aus weiß und dieser Frucht hier grün machen kannst. Okay. Suche ist unterwegs. Ja. Ich glaube, du kannst die weiße bei dir behalten, weil ich glaube, du musst am Ende das Final zusammenmischen. Okay. So, das ist jetzt die weiße Flüssigkeit plus dieses lilane Ding ergibt die grüne Flüssigkeit. Okay. Probieren wir es. Ich pflanze schon mal das blaue Ding, was wir brauchen. Beziehungsweise ich hole es dann gleich. So. Das kommt hier rein. Und let's go. Jawohl, wir haben eine grüne Flüssigkeit. Sehr gut. Okay, soll ich die auch bei mir lassen? Ja, lass die bei dir. Okay. Jetzt brauchen wir noch blau und rot. Jetzt müsstest du mir mal sagen, wie die Frucht gepflanzt wird, die so eine Dreierfrucht ist. So eine drei herunterhängende Auberginen in rot sind das so ungefähr. Ja, mit orange nehme ich an. Oder rot. Rot also oder orange. Das und orange. Okay, Moment. Aber ich glaube, ich habe sogar noch orange, oder? Ja, ich habe sogar zweimal jetzt noch orange. Rot gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist ja alles orange hier. Ja, es ist alles nicht so hübsch von den Farben. Moment, wo ist sie denn? Da ist sie. Das plus... Ich glaube, bei dir steht... Okay, das ist das Einzige, was irgendwie jetzt nicht funktioniert. Und das verstehe ich okay. nicht. Okay, dann weiß ich, was zu tun ist. Dann bräuchte ich mal eine gelbe Frucht und eine gelbe Flüssigkeit. Also orange? Als Flüssigkeit? Weil gelb habe ich ja in dem Prinzip jetzt nicht. Das wäre jetzt definitiv gelb. Moment. Hast du denn ein anderes Orange als ich? Also ich habe so wirklich so ein tiefes Orange. Okay, ich versuch's mal mit meinem Orange. Gib mir mal, gib mal dann nur die gelbe Frucht. Die gelbe, oder die so aussieht wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Apfel so mit so drei Zacken oben. So ein Gesicht so ein bisschen hat, so. Achso, okay, die mit dem Gesicht, okay, ja. Schickst du mir nochmal einen Wagen zurück? Achso, ja. Und ich versuch's dann mal mit meiner, das müsste ja eigentlich ein Unterschied sein. Ja, weil wir haben bestimmt nicht dasselbe Orange. So, kommt wieder. Ist ja lustig, dass das die einzige Farbe ist, die irgendwie nicht funktioniert. So, das habe ich. Ja, stimmt, jetzt sieht's auch eher gelb aus bei mir. Okay.
So, das kommt hier hin. Dann deine Frucht ist hier, genau. Jetzt muss ich noch die neue grüne muss ich da wegtun, sonst... Ja, die grüne brauchen wir auf jeden Fall. So, und Mischung los. Schauen, ob es klappt. Jetzt hat er... Das könnte jetzt rot sein, also so ein dunkles Orange. Genau, das hat geklappt, ja. Und das brauchst du jetzt, okay. Genau. Für, das schicke ich dir. Ich finde, das ist bisher das leichteste Rätsel von allen. Ja, das blickt mir wenigstens sofort. Ja, ja, ja. Wenn man so überlegt. Okay, das sieht sehr rot aus. Nochmal gucken. Ah ja. Und ja, wir haben die Frucht. Sehr gut. So, die. Sehr schön. Plus die mit dem Gesicht. Warte, die muss ich nochmal schnell pflanzen. Die mit dem Gesicht. Die ist da. So, ne? Okay. So, also die mit dem Gesicht plus diese ergibt rot als Flüssigkeit. Okay. So, und dann brauchen wir nur noch eine Frucht, damit wir blau bekommen können. Okay. Du hast jetzt, die beiden mischen, ja? Genau, die ergeben rot. Okay. Moment. Und du. Okay, sind beide drin. Ne, Moment, habe ich jetzt... Ups, das hätte ich fast. Das fällt. Ah ne, die grüne Flüssigkeit ist noch hier, okay. Jetzt wechseln auf. Ach, die habe ich jetzt zweimal. Ah, okay. Okay, das sieht sehr feurig rot aus, ja. Sehr schön. So, und jetzt brauchen wir nur noch eine Frucht. Und zwar ist das so ein bisschen so ein blaues Ei in der Mitte und am. Ja. Genau, und dann fächert dafür die sich so auf. Brauchst du wahrscheinlich mein Orange. Das heißt, ich muss dir mein Orange schon mal irgendwie geben oder so? Nee, ich zapf's einfach ab, Moment. Okay. So. Das haben wir hier. Hab ich's? Ja, okay. So, ab in den Zug damit. Ich frage mich, warum wir immer getrennt sein müssen. Ich meine, du bist ja jetzt schon nicht so weit entfernt. Ja, du bist offenbar schon. Nur eine Ecke weiter. So. Und jawohl, sehr gut. So, und dieses plus das andere blaue, was ich ja noch habe, das müsste jetzt eigentlich blau ergeben. Blau und blau ergibt blau. So, kommt rüber. Ich höre sogar deine Maschine. Ja, toll. Wahrscheinlich treffen wir uns aber dann, sobald dieses Vieh jetzt weg ist, treffen wir uns dann hoffentlich. Mhm. So, das müsste jetzt blau ergeben. Die beiden sollte ich mischen, ja? Genau, okay. Die ergeben blau. Das dahin. Ja, ich hätte gleich alles nehmen können, egal. Die komische Frucht oder was auch immer das sein soll. Da rein. Die nehme ich hier weg und go. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt mischst du einfach blau, rot und grün zu dem ultimativen Todestrank. Das ist ein Problem. Weil du nur zwei Sachen reinpacken kannst. Genau. Okay. Und, könnte es dann sein, dass oder? Du die... Oder? Ah, die müssen jetzt in die andere Maschine vielleicht. Ja, die kommen in die andere Maschine, alles klar. Also das Rote, das Grüne und jetzt noch das Blaue. Ich räume hier ein bisschen auf. So, die sind drin. Klappe zumachen, geht nicht. Okay, dann probieren wir es einfach. Drück die Daumen. Es brutzelt. Sehr gut. Und wir haben eine, schwarze Flüssigkeit. Sehr gut, ein Totenschädel. Den brauchst du für deine Pflanze. Genau. Okay. Hat so ein bisschen was von Resident Evil 1. Stimmt, nur so ein da bisschen. Muss man auch die Flüssigkeiten mischen. Mhm. Oh, für eine Pflanze. Ja.
Spieleentwickler mögen offenbar Pflanzen nicht. So, okay. Okay, ich komme nicht nah genug heran, es muss einen anderen Weg geben. Ja, aber wie mache ich den jetzt? Wie bewässere ich dich denn jetzt? Ich schick's nochmal zurück, bitte. Okay. Denn jetzt kommt wahrscheinlich die Sprühmaschine in Einsatz. Das wäre logisch. Kommt. Immerhin hat sie mich jetzt nicht aufgefressen. Stell dir mal vor, sie hätte mich jetzt aufgefressen. Oh, und da alles nochmal. Oh Gott, ey. Perfekt. Jetzt hat er es auch genommen. Und damit darfst du jetzt Spaß haben. Ups. Oder auch nicht. Doch. John. Ich habe schon ein bisschen rumgesprüht. Mach mich fertig. Mach mich nicht schwach, ey. Ah, sehr gut. Okay, dann würde ich mal sagen, let's go. Ja, ich sprühe und sie ist weg. Woo! Yes. Sie ist tot. Und ich fasse es ja nicht. Darf ich endlich aus diesem Raum raus? Ah, das war jetzt ein Akt. Ich habe von ihr irgendwas bekommen. Ich habe keine Ahnung, was ich bekommen habe. Warte mal, ich lese mein Logbuch. Okay. Ich habe es geschafft, das zweite Stück dieses Seelensteins zu sammeln. Er sagt, er würde als nächstes im Quartier der Hochalchemisten sein. Okay, die verschollenen Forscher hier. Okay, so. Bei mir ist jetzt die Hintertür aufgegangen. Ja, ich hoffe, ich laufe gerade richtig. Nicht, dass ich jetzt zurücklaufe oder so. Ich laufe einfach weiter hoch. Ja, ich auch. Okay. Dann wird es schon stimmen. Oh, wir werden uns jetzt hoffentlich endlich mal wieder begegnen, oder? Sind wir für alle Zeit getrennt. Sieht interessant aus hier. Ich habe einen neuen Raum. Okay, ich auch. Und ich habe eine Sequenz. Ich auch. Also, ich finde den mega zwielichtig. Also, ich glaube, die Typen sind nicht nett, John. Ja, ich habe da immer eine andere Geschichte, glaube ich. Okay, was war bei dir? Es läuft noch. Okay. Ja, da geht es um diesen Gegenstand, der anscheinend gestohlen wurde von jemandem. Und die trauen sich irgendwie so gegenseitig ein bisschen nicht. Okay. Haben jemanden den Verdacht, aber irgendwie mit einem König und einem Narr, der jetzt wahrscheinlich irgendwie das gestohlen hat. Alles ein bisschen verwirrend. Okay, ja, bei mir ist immer dieser eine Forscher, der mir die ganze Zeit sagt, ich soll diesen Seelenstein, bla bla bla, der sagt hier, ja, hier in diesem Raum wird es wohl sein und ich glaube, gerade hat er aber eine Leiche noch rumgetragen. Also irgendwie, der ist ganz merkwürdig. Oh nein, oh mein Gott, hatten wir das nicht schon mal bei WeWare hier, dieses komische, oder eins dieser Rätsel, wo man irgendwie so, wo Tiere so komisch miteinander verbunden waren? Hier ist schon wieder so ein Bild von einem Löwen, der gepaart ist mit einem, keine Ahnung, Kamel. Ja, ich habe ja auch interessante Bilder, stimmt. Ich kann diese Bilder auch nehmen und kann die irgendwo sonst hin platzieren anscheinend, okay. Ich nehme einfach mal alle mit, die ich finde. So, zwei Stück habe ich. Was ist das hier? Oh, irgendwas hat jetzt gerade bei mir gebrummt, während du das da gemacht hast, was du auch immer gemacht hast. Ich habe so einen Stein angefasst. Okay, irgendwas hat jetzt gemacht. Ich habe viele von diesen Steinen hier. Und da ist noch einer. Okay, also ich kann zwei Mini-Globusse platzieren. Denke ich mal, das Gerät, was ich hier vor mir sehe, ist, denke ich mal, auch, ich bin in einem komplett großen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh Gott, es gibt so viele Spots, wo ich Sachen platzieren kann, offenbar jetzt. Oh Gott, und ich habe hier noch irgendwie ein Rätsel mit irgendwelchen Blumen. Warte mal. Aha. Das ist aber richtig so, aber offenbar nicht. Ich darf nur zwei Bilder mitnehmen, maximal. Nee, also ich bin hier in so einem komplett riesigen Raum. Ich kann... Ach du Heilige. Hast du gerade was gemacht? Weil bei mir kommt... einen Schallplattenspieler weggenommen. Okay, weil bei mir kam gerade so ein Kuckuck aus der Kuckucksuhr da. Okay. Ich geh mal... Oh, warte, ich hab hier was.
Ah ja, also ich habe hier irgendwie so eine kleine Anleitung noch irgendwie. Zu diesem Gerät, was ich hier auch sehe. Also ich befinde mich eigentlich in einem riesigen Raum, wo halt verschiedene Bilder an den Wänden hängen. Also es sieht aus wie ein Studio- und Arbeitszimmer, wo ein Schreibtisch steht, Kronleuchter hängen. Ich kann nach oben gehen. Und hier befinden sich in diesem Raum befinden sich verschiedene Gegenstände, die ich aufnehmen kann. Wie zum Beispiel jetzt gerade so eine Box, die ich mitgenommen habe. Ich kann eine Sanduhr mitnehmen, ich kann einen Schallplattenspieler. Und dann gibt es halt verschiedene Spots verteilt in diesem großen Raum, der übrigens zweistöckig ist. Und jetzt Kuckuck bei mir, der Kuckuck auch. Und das kann ich an sehr vielen unterschiedlichen Stellen abstellen. Okay. Und ich kann an zwei Bildern drehen, wo Blumen drauf sind. Blumen drauf sind, okay. Ja. Ich habe jetzt hier eine richtige Bildersammlung. Ich habe jetzt schon 4 Bilder im Inventar. Hier ist noch eins, das 5. 6. Also ich muss die anscheinend richtig anordnen. Jetzt war der Kuckuck wieder da. Okay, jetzt habe ich 7 Bilder, glaube ich. So. Und ich habe noch. Ja. Was ich aber auch noch. Hast du irgendwas mit Kerzen? Also oder einen Lichtschein? Oder. Ich habe. Irgendwas ich habe viele verschiedene Kerzen hier zu stehen, ja. Weil ich habe hier einen Kerzenständer mit 7 Kerzen und ich könnte den die halt. Ich auch. Ich könnte die halt an- und ausmachen. Ja, den habe ich auch. Ich kann meinen nicht an- und ausmachen. Bei mir ist. Bei mir sind beide ganz äußeren Kerzen an. Also links und rechts, die beiden, ja? Ja, okay. Sind beide. Die Frage ist jetzt nur, was ist bei dir links und was ist bei mir links? Ja, wenn es bei beiden äußeren ist, ja egal. Ja, ne? Bei das beiden äußeren, aber dann kommt halt das nächste, wo halt dann nur okay, eine. Probier mal. Also ich sag mal, bei mir ist links dann auch eine Kerze, also die zweite linke Kerze ist an. Ja. Die zweite rechte aber nicht. Dafür aber die dritte rechte noch. Achso, Moment, die dritte rechte. Oh, okay. Ja, ist aufgegangen. Nice. Cool. Okay, ich habe ein Buch bekommen. Aha, okay. Ich habe ein Buch bekommen. Gut. Das Ding muss hier irgendwas bedeuten, aber ich kann nichts damit machen. Ich glaube, das musst du aktivieren. Ich habe hier nämlich auch ein Buch. Da muss man so eine Maschine, glaube ich, anmachen. Okay. Und in der Maschine selbst, da ist ein Buchstabe, das P drin. Falls ihr das irgendwas sagt. Prinzipiell so gar nicht. Also ich hab ein Bild, wo Nep Ias oder so steht. Mhm. Irgendwie so irgendein Bild von einem Typen vollgekritzelt. Ansonsten ist halt wirklich so, also ich kann zwei Dinge quasi noch tun. Da ist noch so ein Ding. Irgendwas machst du gerade, ne? Weil ich hatte gerade so ein. Ich kann diese Steinchen da drücken, mal, aber. Mach mal nochmal. Ah, nee, warte. Okay, Moment. So. Ja, warte, irgendwas verändert sich doch hier. Wenn du das machst, bekomme ich so ein mega krasses Geräusch. Ich habe auch noch andere. Warte mal, ich kann mal. Aber was verändert sich jetzt hier? Den noch drücken. Boah, ich kann gar nicht ausmachen, woher dieses Geräusch kommt. Drück mal nochmal. Aber die leuchten halt nicht. Also ja, ich aber da an so sich verändert sich auch bei mir erstmal nichts. Mhm. Ich habe auch eine Buchbeschreibung, die sollten eigentlich leuchten. Aber dafür müsste ich diese eine Maschine erst in den Gang setzen, aber. An der kann ich gar nichts machen. Deswegen. Okay. Vielleicht muss ich die Bilder anordnen. Hast du irgendeinen Hinweis, wie ich die Bilder richtig anordne? Ich hab viele Bilder halt. Also ich habe 3, die ich komplett, also 3 Blumenbilder, wo nur Blumen drauf sind, Blumen. Die ich so verändern kann. Die halt in so 4 Mosaike eingeteilt sind, die man drehen kann. Und okay, ich suche mal irgendwas mit Blumen. Vielleicht muss ich dir das sagen. Ich habe halt Tierbilder, ganz viele. Ja, Tierbilder habe ich auch ganz viele noch. Zusätzlich. Aha. Okay. Also hilft uns das jetzt noch nicht. Da geht's nicht. Ah, da ist auch noch so ein. Okay, ich habe 4 von diesen Schaltern, die ich drücken kann, aber das scheint ja noch nichts zu bringen. Was ist denn das für ein Geräusch? Das irritiert mich gerade. Okay, ich habe aber. Also ich habe gar keinen Hinweis, wie ich die Bilder anordnen soll. Also ich gucke jetzt gerade nochmal wegen Blumen. Ja. Ob ich da irgendwas ansonsten sehe? Könnte ich dir sagen, was ich auf meinen Bildern hier sehe, aber die sind halt alle auch nicht in der richtigen, also in einer wirklichen Reihenfolge. Ich hab hier ein Blumenbild, das ich nicht nehmen kann. Das ist so eine rote Blume, also da sind ganz viele rote Blumen drauf. Ja,
Und wie sehen die ungefähr aus? Weil ich habe drei davon und alle drei sind unterschiedlich. Also es gibt so Blumen mit so langgezogenen Blättern, also so einfach so wie so ein I quasi. Es gibt Blumen, die richtig auch so kleine Blüten dann drumherum haben. Ja, also die sind rot auf jeden Fall. Ja, sind alle rot. Und sie sind unten drunter, haben sie so grüne Blüten noch. Ja. Okay, also sie sehen auch so ein bisschen stachlig aus. Okay. Also direkt in der Mitte ist, ach so, warte mal, das sind ja vier Bilder. Vielleicht ich sehe. Aber also du hast nicht vier identische, ne? Okay. Nee, ich habe drei, die ich verändern kann. Ich habe drei Bilder mit jeweils unterschiedlichen Blumen. Zum Beispiel auf einem Bild sind halt so, also ich kann die halt, wie gesagt, vier Mosaike und ich kann die quasi zu unterschiedlichen Blumen anordnen. Also sind das vier, wo du so ein Quadrat zusammensetzen könntest? Genau, okay. Also drehen halt. Aha. Also, in meiner unteren Hälfte, also unten links und unten rechts, da sind die Blütenblätter, die grünen Blütenblätter, eher so langgezogen. Okay, ja. Während sie oben eher stachlich aussehen. Also, oh Gott. Also stachlich ist vielleicht das falsche Wort, also so eher so eckig halt, so spitz. Ja. Ich bin spitz. Ansonsten. Die Frage ist halt. Und sie, also das Ganze ist neben der Uhr, falls dir das hilft. Aber warte mal, neben der Uhr, warte mal. Okay, ich bin jetzt mal an dem Ding mit der Uhr. Also ich habe da, ich könnte, die Uhr schlägt, ja. Und? Jetzt? Ist doch egal. Ah, warte mal, in der Uhr ist übrigens auch noch. Also okay, ich denke mal, wenn wir das Rätsel hier lösen mit dem Blumending, geht die Uhr auf, weil es ein Buch drin. Ja, ich sehe es auch. Also, meine Blume, es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, wie ich in der Mitte eine große Blume machen kann. Okay, also wie gesagt, in der unteren Hälfte sind langgezogene Blüten. Also die grünen sind ziemlich langgezogen. Während eben oben, in der oberen Hälfte, da sind die eher so spitzförmig. Spitzförmig, vielleicht so? Nee. Ist oben die, also sag ich mal, die zwei oben, also wenn du jetzt quasi das Bild in der Mitte teilst, ist der obere Bereich beides dieselben Blüten? Also sind ja. Das beides gleich? Okay. Also das heißt, ich muss oben was anderes haben. Oh. Sie, ja? Ah, nee, okay. Also, nochmal, die obere Hälfte, ja. da ist ja in der Mitte eine große Blume, genau, die halt genau. Geteilt ist, ne? Genau. Die ist, wie gesagt, spitzförmig, während aber die, also wenn wir jetzt nicht in die Mitte gucken, sondern in der äußeren Ecke, oben rechts und oben links, das sind wieder langgezogene Blütenblätter. Okay, oben rechts und oben links, okay. Jetzt müsstest du mir halt sagen, wo genau was ist, weil, wie gesagt, bei mir ist es halt wirklich, okay. Ja, bei mir ist quasi jedes Quadrat für sich, ich habe davon vier, hat in jeder Ecke, oben links, oben rechts, unten links, unten rechts, okay, jetzt, immer okay, eine andere okay, Blüte. Okay, ich verstehe, okay. Also, wir machen mal das oben links, ja? Ja. Okay, ja. Also, das oben links hat unten links Tannen. Warte mal, unten links Tannen, okay, warte mal, dann... Oben rechts ist es oben links ist es langgezogen. Ja. Unten rechts ist es spitzförmig. Ja, okay, dann habe ich das jetzt eventuell schon fertig. Das hast okay. Du. Okay. Das ist jetzt dann jetzt oben rechts. Also auf der anderen Seite quasi. Also das zweite machen wir jetzt genau. Mal oben rechts. Ja. Okay. So, das ist unten links spitzförmig. Ja. Unten rechts Tannen. Ja. Oben rechts langgezogen. Ja, okay. Dann jetzt das da drunter einfach, also unten rechts. So, das ist oben links langgezogen. Ja. Also oben links, ja. Oben rechts Tannen. Ja, hab ich auch. Unten rechts spitzförmig. Ja, okay, das war schon, okay. Und das linke? Also da das muss, letzte Bild. Da muss dann oben rechts langförmig. Und dann oben links sind Tannen. Tannen, genau. Ja, aber dann habe ich das ja schon. Dann. Also es hat jetzt oben
also quasi, wenn man das Bild jetzt insgesamt betrachtet, ja, ist die Blüte in der oberen Hälfte, die in der Mitte, hat immer diese etwas spitzen, genau, Dings und diese sehr großen Blüten. Also sind so insgesamt, die Blüten sind etwas, die Blütenblätter an sich sind so größer. Genau, genau, die sind oben spitzförmig, ne? Ja, Ja, also die laufen halt die in so der Mitte. Ja, genau. Ja. Und aber es hat, warte mal, das meine Blüten haben in der, also meine Blume an sich hat in der Mitte noch so ein schwarzes Ding, wo so Sachen rauskommen. Ist das richtig? Also, dass quasi die, also du meinst, also ganz in der Mitte, du meinst die also die mittlere Blume insgesamt. Der ja, obere Teil davon, der hat halt ja, so Blätter, die so ein bisschen, ja, so halt, wie so man so Blätter zeichnen würde, die halt oben ein bisschen spitzer zusammen, also nur die Blüte, genau, an ja, sich. Ja, ja, die sind spitz, und ja. In der Mitte der Blüte ist aber auch noch so ein schwarzes Wölkchen, was halt so kleine Zapfen raus hat, also keine Ahnung. So Pollendinger da, ne? Ja, genau, so, genau. Ja, genau, okay, das hat's. Ist ja, ja, das ist richtig, und unten, ja. Und unten, also die untere Hälfte der mittleren Blume, die ist halt so, da sind die Blütenblätter an sich so einfach lange Is quasi. Lang, ja. Und okay, das heißt, das Bild haben wir fertig. Hast du noch ein das anderes Bild? Das ist richtig. Ich schätze mal, vielleicht geht die Uhr, ich habe ja auch die Uhr mit dem Buch, vielleicht musst du mir jetzt mit den Tieren helfen, ich weiß nicht. Okay. Weil du hast vielleicht auch irgendwo ein fertiges Bild mit ja, ich habe halt Tieren. Viele, viele Tierbilder. Und aber ich du kannst sie halt nicht nehmen, ne? Zwei, nee, und ich habe noch zwei Blütenbilder. Bei dir gibt es gar nichts mehr mit Blüten? Oh Gott. Ich schaue nochmal, aber ich glaube nicht. Ich habe nämlich noch zwei Blütenbilder. Doch. Doch, ich habe noch eins. Ups. Okay. Okay, ich habe noch zwei. Ja, genau, okay. Ich auch. Okay, alles klar. Okay, dann fangen wir mal an. Gut, also, ist bei dir wieder genauso, ne? Oben links und dann... Ja, genau. Jetzt okay, müssen wir nur gucken, wie die Blüten also, sind. Also, das Bild, wo ich jetzt beschreibe, das ist bei mir, wenn ich die Treppe hochgehe an der Wand. Ja, okay, da bin ich auch. Okay, gut. So, okay, dann fangen wir mit dem oben links an. Ja. Das ist in der Ecke unten rechts langgezogen. Ja. Und da drüber direkt sind so blumige Blumen, ne? Ja. Okay, so dann Kreis, passt es. Bisschen ja, kreisförmig okay, Blumen. Passt. Das dann hast du schon? Direkt okay. Das nächste Bild direkt. Oben rechts, ist es unten links langförmig? Unten links ist langförmig, okay, ja, habe ich. Und oben links sind die blumigen. Ja, die geben ja jetzt da oben auch ein schönes synchrones ja, Bild, ne? Ja, okay, ja, alles klar. Dann unten so, rechts. So, jetzt unten rechts. Einfach sagen, da, wo die langförmigen sind. Genau, die langförmigen, die sind unten rechts. Okay, habe ich. Und unten links sind die blumigen. Ja, habe ich. Also unten das hast du drin, okay. Genau, unten links sind die blumigen, ja. Okay. Jetzt das linke. Dann das linke Bild, genau. Da sind die langförmigen unten links. Also ist gespiegelt quasi. Ja, genau. Okay, und, ja, und perfekt. Dann habe ich die auch, okay, ja. Okay, dann zum nächsten. Ja, das letzte ist jetzt bei mir oben von der Truhe. Bei mir auch, ja. Ja. So, das sieht da auch sehr symmetrisch aus. Gut, da gibt's so Herz. Lass uns mal an diesen herzförmigen orientieren. Weißt du, siehst du diese herzförmigen Blüten, die aussehen wie so Herzen? So ein bisschen herzig? Bin mir nicht sicher. So, die halt so drei, vier, da stehen vier Blüten quasi aufeinander. So unten ist eine, die ein bisschen herzförmig ist, dann darauf eine etwas herzförmigere, dann darauf eine etwas herzförmigere. Ah, ich glaube, du meinst. Weil sonst sind die anderen ja so ein bisschen lang gezogen. Also die anderen haben halt nur so eine normale Blütenform, sag ich mal. Oder es gibt auch eine, die so ein bisschen aussieht wie eine Koralle. Ja, stimmt. Das ist echt schwer zu beschreiben. Ich denke mal, dass du die mit herzförmig meinst. Ja, das kommt ungefähr hin. Weil die anderen sind definitiv nicht herzförmig, also, obwohl die... Die eine sieht halt sonst ein bisschen korallig aus. Einfach so ganz viele stachelige... Also, die Stacheln... Sind das so vier grüne Stacheln? Und so drei rote? Nee. Achso, ja, also, das meinst du mit den vier grünen und drei roten. Ja, ich weiß, was du meinst. Und darunter, das ist herzförmig, weißt du? Also, das meine ich mit diesen herzförmigen.
Wenn es da drunter bei dir ist, keine Ahnung. Ja, okay. Okay, machen wir mal das mit den Stacheln, wo wir sicher mit den Blätter. Vier Stacheln. Okay. Ja. Also oben links sind die Stacheligen oben links. Oben links, ja, okay. Dann oben rechts. Oben rechts sind die Stachelförmigen oben rechts. Also sie sind eigentlich immer an der Ecke. Und unten rechts okay. Sind sie unten rechts und ja, unten ja, links ja. Sind sie unten links. Achso, da sind sie auch. Warte. Ah! Ich habe was gehört. Ist aufgegangen. Bestimmt die Uhr. Mal schauen.